Ich muss euch gestehen, mich hat jetzt der Wortgottesdienst ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil ich habe mir etwas ganz anderes vorbereitet. Aber das kann ich wegwerfen, weil es ist unglaublich, dieses Wort aus dem Hebräerbrief. Also ich mag es eigentlich nicht, über die zweite Lesung etwas zu sagen, weil die ist immer so irgendwie reingequetscht und passt nicht wirklich zum Ganzen. Man muss sich immer bemühen, das mit der ersten Lesung, mit dem Evangelium in Verbindung zu bringen, aber das ist ein Wort, das mich nicht in Ruhe lässt. Dieses Wort davon, dass Jesus der einzige Hohepriester ist, das ist ein schöner Text, man kann da sehr vieles herauslesen, aber was mich so getroffen hat heute ist, dass es reicht, dass Jesus für uns da ist. Jesus alleine reicht. Es braucht wirklich nichts mehr für die Nachfolge, nichts mehr für die Kirche und nichts mehr für diese Welt. Ich merke das sehr oft, ich bin mit verschiedenen Vereinen und was weiß ich noch unterwegs und da bemüht man sich wirklich sehr darum, dass die Kirche vorangeht, dass die Kirche nicht stirbt, neue Orte zu schaffen und den Menschen alles zu ermöglichen. Aber ich glaube, das, was am meisten fehlt in diesem ganzen Bemühen, ist den Freiraum für Jesus zu lassen. Als ich noch ein kleiner Franziskaner war, also ganz am Anfang, ich hatte noch kein Habit, das war im Postulat, das sind schon fast 20 Jahre mittlerweile her, ich war einer der wenigen, der irgendwie ein Instrument spielen konnte. Wir hatten noch einen, der die Orgel treten konnte. Ich konnte ein bisschen Gitarre schrumm machen. Also das war nichts Besonderes. Es war echt manchmal peinlich. Aber ich konnte es und ich musste manchmal etwas machen. Und ich war immer sehr nervös und habe sehr viel geübt, auch in meiner Freizeit, damit, wenn ein kurzes Gebet stattgefunden hat, also so 15 Minuten, musste ich irgendwas spielen, ein, zwei Lieder, da war ich voll gestresst. Und ich habe dann geübt und geübt irgendein Heiliggeistlied. Und da ist mein Magister gekommen, also der, der uns durch das Jahr begleitet hat im Postulat, und hat gesagt, lass das. Lass dem Heiligen Geist auch etwas Raum, über nicht so viel. Und muss gestehen, das ist dann nicht besonders herrlich gewesen, diese Andacht, die wir gehalten haben, aber es ging. Weil es ging nicht darum, dass alles perfekt ist. Ich habe mich dann ertappt, im Noviziat war dasselbe. Ich musste, glaube ich, zweimal die Woche den Gottesdienst spielen und das war auch immer Stress pur, immer noch damals. Das war auch irgendein Heiliggeistlied und der Magister im Noviziat hat mir dasselbe Wort gesprochen, zu mir gesprochen. Lass dem Heiligen Geist einfach Raum, damit er wirkt. Und ich bin davon fest überzeugt, dass ich in meinem Leben am meisten Gott den Weg verbaue. Mit meiner Sorge darum, wie mich die Leute wahrnehmen, ob sie mich gut verstehen werden und all meinen Sorgen. Das ist auch eine Erfahrung, die ich als Priester sehr oft mache. Also ich höre nicht so gerne, also was die Leute über meine Predigt zu sagen haben, aus Angst, und außerdem interessiert es mich nicht wirklich, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich merke eines, wenn ich mich sehr bemühe, das gut vorzubereiten, wirklich sehr, dann kommt sehr wenig Rückmeldung. Und wenn ich dann manchmal das, also völlig unvorbereitet in einen Gottesdienst komme, das kommt manchmal vor, aus verschiedenen Gründen, oder ich habe den Eindruck, ich habe da echt Stuss zusammengeredet, also es war nichts Gescheites dabei, ich habe nur irgendwas vor mich hingefasselt, da kommt am meisten Rückmeldung. Und die Leute sagen, ja, das war so berührend. Und ich denke mir, wenn du nur wüsstest, ne? wie viel ich mich vorbereitet habe. Und das macht mir immer Heidenangst, also auch als Priester, dass ich unvorbereitet reinplatze. Dass ich mir nicht genug Zeit nehme, um mich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen.
Und also diese Angst ist immer da. Und die treibt mich auch an, damit ich mich vorbereite, damit ich genug vorher lese und vielleicht schon am Montag mir die Lesungen für den Sonntag einmal durchlese, das Wort mit mir trage und irgendwelche Kommentare höre oder sonst was. Aber das macht es nicht. Das, was wirklich wirksam ist, ist nicht das, was ich schaffen kann, sondern was Gott macht. Und er muss es nicht einmal durch mich machen, sondern vielleicht während des Gottesdienstes. Ich glaube, dass diese Angst in der Kirche tief verwurzelt ist, dass wir wirklich Mist bauen, dass wir etwas Falsches machen. Deswegen gibt es so viele Streitigkeiten in der Kirche, wie man richtig die Bibel auslegt, was von den Traditionen, die wir haben, wirklich wichtig sind und für die Kirche notwendig und was man eigentlich lassen kann. Das ist die Angst, die uns sehr oft antreibt. Ich weiß nicht, wie es dir geht in deinem Leben. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich immer mit der Angst unterwegs bin, aber das ist etwas, was mich ständig begleitet, dass ich irgendetwas in meinem Leben verpasse oder Gott etwas verbaue. Und wenn ich diese Lesung höre, dass Jesus der einzige Hohepriester ist, weil es keinen anderen braucht, weil kein anderer das schaffen kann, was er geschafft hat. Und Priester sein bedeutet, zumindest wie ich es in der Bibel herauslese, im Dienst stehen. Und Jesus steht im Dienst für diese Welt. Und nichts, was wir machen könnten, kann es verbessern. Das ist immer so ein schönes Wort, das ich sehr oft höre. Gott braucht dich überhaupt nicht. Gott braucht dich für nichts. Er kann ohne dich sehr gut. Aber Gott liebt es, wenn du etwas für ihn tust. Das ist sehr fein ausgedrückt, finde ich, nicht weil ich so fein rede, aber dieser Unterschied, dass Gott es nicht nötig hat, sich auf dich und mich zu verlassen, damit sein Wort in dieser Welt die Herzen der Menschen berührt. Aber Gott liebt es, wenn wir uns für ihn einsetzen, mit aller Kraft. Und dazu braucht es eines, die Angst abzulegen. Und ich glaube, das ist das, was Jesus im Evangelium macht mit diesem einen Schriftgelehrten. Weil die waren auch so darauf erpicht, irgendwelche Vorschriften einzuhalten, weil sie es für wichtig empfanden. Und vielleicht waren diese Vorschriften auch wichtig. Aber meistens, die meisten Menschen befolgen Vorschriften aus Angst, dass sie bestraft werden könnten. Und das ist ein Gottesbild, das grundlegend falsch ist, finde ich zumindest. Gottes Furcht, das ist das, was wir in der ersten Lesung gehört haben und im Evangelium. Und die besteht darin, das Wort Gottes vor allem zu hören. Und zu hören, das heißt nicht nur vernehmen mit dem Gehör, sondern mit meinem ganzen Leben zu hören und dann zu antworten auf dieses Wort, was ich gehört habe. Aber sich nicht von der Angst leiten zu lassen, dass ich etwas falsch machen könnte. Und das ist für mich wirklich das Deutlichste, was ich in diesem Wort gehört habe heute. Jesus allein reicht. Es braucht nichts mehr in der Kirche als mehr Raum für Jesus, mehr Raum für Gott, mehr Raum für den Heiligen Geist. Alles andere wird uns dazu gegeben. Und es ist manchmal sehr schwierig, den Weg frei zu schaufeln für ihn. Also das merke ich bei meinem Leben. Und wahrscheinlich wirst du auch bei deinem nicht viel anders sein. Manchmal braucht es so einen großen Bagger, der den Weg wegräumt. Manchmal braucht es so einen ganz feinen Besen, ein bisschen rumzufuchteln. Finde deine Werkzeuge und räume den Weg frei für Gott. Und du wirst sehen, es läuft immer besser. Nicht, weil du dich so sehr bemühst, sondern weil Gott mehr Raum in unserem Leben bekommt. Und wenn dir jemand irgendwann sagen wird, du tust zu wenig,
für Gott, für die Kirche, dann kannst du mit der ganzen Sicherheit sagen, ja, das mache ich. Es wird nie genug sein. Und sich von solchen Gedanken antreiben zu lassen, dass ich nie genügen werde, Gott, also das ist eben dieses falsche Gottesbild. Weil Gott allein genügt. Nicht ich, sondern Gott.